Bin heute gefragt worden, gibt es eine Garantie von einer Teilnehmerin, die gerne in die Akademie hüpfen würde, dass ich auch wirklich die und die Resultate erziele? Weil Hintergrund war, sie ist auch im Mentoring gerade drin, wo es zwar nicht um den Seelenplan und den Seelenberuf geht, wo es ja bei mir schwerpunktmäßig darum geht, auch wenn wir alle anderen Bereiche damit reinholen, also beruflich, privat, gesundheitlich und auch finanzielle Themen, weil um wirklich dem Ruf seiner Seele zu folgen, darf man das auch als Ganzes sehen. Und da wurden einfach so Versprechungen gemacht, was letzten Endes auch das Resultat ist. Und ich möchte das auch nicht in Frage stellen, nur ich gebe keine Zusage, was das Resultat letzten Endes ist. Warum? Weil ich ja nicht garantieren kann, dass das, was ich hier weitergebe, auch umgesetzt wird. Was meine ich damit? Wenn ich dir ein Kuchenrezept gebe, die Zutaten dazu, und du hast es auf deiner Küchentheke liegen und fügst die Zutaten mit zusammen, dann kannst du nie diesen leckeren Kuchen nach dem Kuchenrezept, was ich dir gegeben habe, aus dem Ofen holen. Ja? So. Mein Commitment, meine Zusage ist einfalls, oder in meinem Fall ist es auf jeden Fall, wenn ich jemanden begleite, individuell wirklich den Seelenplan zu entdecken, zu erkennen, die eigene Mission klar zu haben und alles, was dann so auf dem Weg aufkommt an Themen, die es verhindern könnten, sei es aus dem beruflichen Bereich, aus dem privaten, aus dem gesundheitlichen Bereich oder auch aus dem finanziellen Bereich, wobei den gesundheitlichen Bereich gilt es manchmal näher hinzuschauen, ja, aber oftmals lösen sich da auch einfach schon Dinge, das weiß ich auch von mir. Alleine, weil man sich mal auf den Weg des Herzens der Seele begibt, hat die Seele ja keinen Grund mehr, einem weiter Botschaften zu schicken auf der körperlichen Ebene. So war es bei mir ja auch mal. In meinem früheren Leben, als ich auch noch so auf der Suche nach dem Plan meiner Seele war, es gab etliche Botschaften von der Seele über den Körper, um mich darauf hinzuweisen, hey, es geht darum, dass du jetzt mal deinen Weg korrigierst. Ja? Und ich wollte einfach mal zurückblicken auf mein Leben und denken, es hat zwar ein paar Jährchen gedauert, aber ich habe die Kurve noch gekriegt. Ich habe auch gerade noch ein Gespräch gehabt mit einer wunderbaren Frau, die nur ja 4 Jährchen älter ist als ich. Also bei mir steht ja längst die 6 vorne. Wir sind jetzt 62, sie ist 64 und wo man so gespürt hat, so diese äußeren Einflüsse ab einem gewissen Alter ist das halt so, dann geht's halt nimmer so, dann kann man das ein oder andere halt nimmer so machen. Das sind immer Dinge, wo ich gedacht habe, das ist nicht meins. Als ich mich von inzwischen ja 12 Jahren auf die 50 zubewegt hatte und ich schon gemerkt habe, meine Seele schickt mir Botschaften und ich so rundum gehört hatte, das ist halt so in dem Alter und, habe ich immer gedacht, nein, damit möchte ich mich nicht weiter beschäftigen. Ich werde jetzt dafür sorgen, dass ich die Klarheit bekomme, was wirklich dem Plan meiner Seele entspricht. Ich werde dem Ruf meiner Seele folgen, damit die Seele keinen Grund mehr hat, mir auf der körperlichen Ebene Botschaften zu schicken. Und damit hat sich auch, ja, alles aufgelöst. Natürlich sorge ich dennoch heute dafür, jeden Tag, dass ich gut für meinen Körper sorge, dass ich ihn gut ernähre, weil es ist ja nun mal der Tempel, in dem meine Seele wohnt. Und alles andere sind Hinweise von der Seele, wo sie irgendwann den Körper sich zu Hilfe nimmt und sagt, hey, korrigier mal bitte deinen Weg. So, jetzt nochmal zum Ursprung. Eine Garantie kannst nur du dir selbst geben, dass du dich selbst committest. Ich möchte jetzt die Klarheit bekommen zu dem Plan meiner Seele, zu meiner wahren Mission. Die Garantie habe ich mir auch selbst mal gegeben. Ich habe mir Unterstützung von jemandem geholt, der damals schon das freie Leben lebte, wo ich hin wollte, und habe mich selbst committed und mir selbst versprochen, ich setze das jetzt alles 1:1 um, um dann auch in dem freien Leben anzukommen. Und das war es dann auch so. Also ich habe mir die Zutaten geholt, habe auch die Verantwortung selbst übernommen für das, was ich umgesetzt habe. Also da geht es auch in jeglicher Begleitung darum, dass weder meine Mentoren für mich machen können, noch ich kann für die wunderbaren Menschen etwas machen, was sie umsetzen können. Ich kann nur die
Begleiterin sein, ja, wie beim Kuchenrezept. Backen darf das Gegenüber selbst. Aber dann ist natürlich das Commitment da, dass man auch da ankommt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Da geht es natürlich auch ganz viel darum, dass du dir erlaubst, auch wirklich die volle Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Die volle Verantwortung für dich selbst und für dein Leben zu übernehmen. Und ja, da geht es natürlich auch darum, stabil anders zu denken, stabil anders zu fühlen, stabil anders zu handeln. Und dann können natürlich auch andere Ergebnisse im Leben erzielt werden. Nur das ist der Weg mit dem bisherigen Denken von der Ratio her. Mit dem bisherigen Fühlen können ja nur bisherige Ergebnisse erzielt werden. Und wenn wir es alleine auch schaffen würden, das ist der Grund, warum ich auch immer unterscheide zwischen Bewusstsein, Unterbewusstsein und Unbewussten. Wenn man sich autodidaktisch schon viel weitergebildet hat oder viel Wissen angeeignet hat, was auch immer, kann man selbst ganz gut mit dem Bewusstsein und dem Unterbewusstsein arbeiten. Was aber auf der unbewussten Ebene verborgen ist, diese Schranke, die gilt es auch zu öffnen. Und das geschieht auch nach meiner Erfahrung, im Grunde genommen auch bei mir selbst, nur indem ich mir eine Begleitung im Außen gönne, wo keine Verstrickungen da sind, die mir da hilft, die Schranke aufzumachen und weiter geht's. Und das Gleiche ist bei jedem von uns, also auch bei dir. Deshalb zusammenfassend, das Universum meint es immer gut mit uns, das Leben meint es auch gut mit uns und auch für dich. Träume, die du hast von dem Leben, wo du gerne hin möchtest, die sind in dir verborgen, weil eigentlich alles schon auf einer anderen Ebene für dich vorbereitet ist und du dir nur erlauben darfst, wirklich auch diesen Weg letzten Endes zu gehen. Und dann geschehen die wundersamen Dinge, wo du rückblickend dann denkst, wäre ich doch nur diesen Weg früher gegangen. Also erlaub dir, groß zu träumen, erlaub dir alles das, was bis eben noch im Unbewussten verborgen ist, zu erkennen, zu lösen, ohne in der Vergangenheit rumzuwöhnen. Und wisse, dass es dabei ganz viel darum geht, wirklich die Verantwortung für dich selbst zu übernehmen. Das ist quasi deine eigene Garantie in das Leben, wo die Reise nach deinem Herzen und deiner Seele hin möchte. Und wenn du da mehr zu einer Begleitung bei mir in der Akademie wissen möchtest, nimm gern Kontakt auf, schreib mir eine PN und dann können wir da gerne über Details sprechen. In diesem Sinne, hab noch einen schönen Tag. Ciao, ciao, bis ganz bald.